Beim Altstadtfest ist die Vereinsmeile in der Petershagener Straße alljährlich Treffpunkt, unter anderem für Vereine, Jugendeinrichtungen der Stadt und Schulen. Unterstützt werden die Akteure tatkräftig von der Sport- und Freizeit GmbH der Stadt Salzgitter. Spaß, Sport und Informationen gibt es auf der Vereinsmeile zum Nulltarif. TV38 beteiligte sich in diesem Jahr erstmals mit einem Aktionsstand. Alle Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, vor Kamera und Mikrofon ihre Meinung zu sagen. Nebenbei gab es Informationen zum Programm, zur ehrenamtlichen Mitarbeit oder zu Praktikumsmöglichkeiten. Die Resonanz auf die Aktion war überraschend positiv. Bei vielen Bürgern stand der eigene Verein im Vordergrund. Weitere beliebte Themen waren auch Salzgitter und das Altstadtfest selbst. Dieses stand übrigens unter dem Motto Salzgitter – Stadt mit Zukunft. Auch prominente Gäste konnten begrüßt werden. Doch dazu später mehr. Hallo, hier sind die Cheerleader vom TSV Salzgitter. Wir sind einmal hier vertreten mit den Crumbles und einmal mit den Fuego Migajas. Wir cheeren in Salzgitter und unterstützen die Stadt bei ganz vielen tollen Veranstaltungen. Mit unserem Aussehen, mit unserer Akrobatik und mit unserem Charme und unserem Lächeln. Wir sind ganz viele motivierte Mädels und wir suchen auch immer wieder neue Mädels, die bei uns auch mitmachen möchten. Also wer Lust und Zeit hat und im Alter von 12 bis 17 und Open End ist, einmal zum Training vorbeikommen und mitmachen. Ja, hallo. Auch dieses Jahr sind wir wieder von der DLAG Salzgitterbad hier auf dem Altstadtfest vertreten mit unserer Hüpfburg. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß oder hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr an unserer Hüpfburg wieder begrüßen könnten. Ja, wir sind beide vom Crumbles Cheerleader Verein in Lebenstedt. Ja, und das ist sehr toll da. Und Salzgitter ist auch an sich eine sehr schöne Stadt. Ja, Chantal? Ja, das ist eine sehr schöne Stadt hier. Der Verein ist einfach super. Ja. Crumbles! Ich bin 16-jähriger Ringer aus Salzgitter. Ich ringe schon seit fast 8 Jahren und bei uns im Verein gibt es eine Jugendabteilung, die ist sehr stark engagiert. Wir haben eine sehr gute Jugendmannschaft, die ringt auch in der Jugendliga. Wir haben eine sehr gute Oberligamannschaft, da wo ich selber auch vertreten bin. Sind auch eigentlich erfolgreich in jedem Turnier eigentlich. Ja. Hervorragendes Altstadtfest. Uns macht es jedes Jahr wieder erneut Spaß, dabei zu sein. Gestern war es ein bisschen aufwendiger, gestern Abend, trotz des schlechteren Wetters, ein bisschen Regen dabei, haben wir recht viel zu tun gehabt. Doch das ein oder andere, was mit Alkohol zu tun hatte. Aber recht wenig Kinder, das ist ja immer unsere große Sorge, dass Menschen, die noch nicht volljährig sind, sich dem Alkohol hingeben. Aber gestern Abend ist alles gut gelaufen. Ja, heute, Sie sehen es, die Sonne scheint. Wir hoffen, dass das Wetter so bleibt und dass wir auch zum Rest des Tages wenig zu tun haben werden. Unsere Einsatzkräfte, insgesamt sind wir mit rund 25 Kräften im Dienst. Denen macht es Spaß. Sie sind gerne dabei, jederzeit wieder. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Hallo, ich bin Vicky. Hi, ich bin Hanna. Wir sind 19 Jahre alt. Sind hier gerade auf dem Altstadtfest. Mama, ich grüße dich. Ich bin im Fernsehen. Ja, ich grüße auch meine Eltern und meine Großeltern, meine Familie. Meine Schwester und übrigens da vorne ist ein Tennisstand, ne? Ja, bitte, kommt den alle besuchen. Ja. Toller Verein. Mein Name ist Horst Rolf Müller. Wir sind hier vom SC Hellas, Salzgitter, vom Schwimmverein. Und ich grüße alle, die mich kennen. Ja, guten Tag. Ich bin André Zeltwanger von der Schachvereinigung Salzgitter. Wir freuen uns, hier mit auf dem Altstadtfest zu sein. Heute Vormittag haben wir die Stadtblitzmeisterschaft ausgetragen. Mit 16 Teilnehmern war sehr gut besetzt. Heute Nachmittag sind wir auf der Vereinsmeile. Viele Kinder oder Erwachsene können gucken, wo wir denn spielen können. Ja, wir freuen uns, dass das gut geklappt hat. Die Unterstützung durch Sport und Freizeit GmbH. Und hoffen, dass ganz viele Leute noch kommen, das Fest genießen. Ja, hallo, hier aus Salzgitter, Bad. Altstadtfest sind wir ja heute hier. Meine Tochter ist heute aufgetreten. Sie ist bei den JD Baileys. Und es war richtig super, das Wetter passt richtig gut und das Einzige, was wir noch sagen wollen, wir grüßen unsere Familie, besonders die Gabi Rotter, ja, und meine Mutter. Und Marielle freut sich heute hier zu sein. Marielle, willst du noch was sagen? Nee. Schönen Gruß an den Tierfreunden von Kulle und von Kullemann. Kulle, der ist jetzt 12 Jahre alt und er freut sich. Ich bin hier auf dem Salzgitter Altstadtfest beim Sender TV 38 und von hier aus grüße ich ganz herzlich alle, die mich kennen. Tschüss, euer Hans-Jürgen.
Nochmal einen schönen Gruß an alle Tider. Liebe Grüße an unsere Familie und an unsere Freunde. Romy, wink mal. Freundlich, Bärbel. Ja, unser Lieblingssender TV38, heute in Salzgitter hier beim Altstadtfest. Wir sind total begeistert, denn wir schauen jeden Tag dieses wunderbare Fernsehen. Es ist bei uns die Nummer 1, noch vor dem ZDF und vor der ARD. Und dazu müssen wir sagen, die vielen kulturellen, wunderschönen Sendungen, die wir dort sehen. Diese Kameraleute, die also so begeisternd alles aufnehmen, wir sind total begeistert. Ich bin der Dennis aus Hafala. Ich bin der Oliver. Aus Gustedt. Und wir machen ein bisschen das Altstadtfest mit, wir organisieren das. Der Olli macht die Musik, ich mache alles, was anderes anfällt. Und? Ja, das Wetter ist schön, Halbzeit, Samstag. Die Leute sind, die Gäste sind super drauf, wie die ganzen Jahre vorher auch. Heute Abend wird die Party richtig steigen. ABBA kommt, dann kommt VIP Berlin. Wir feiern bis morgen Abend, 22 Uhr, auf dem Marktplatz und auf dem Klesmerplatz. Wenn ich hier meine Meinung über das Altstadtfest sagen soll, ich finde es prima. Ich meine, es ist schönes Wetter. Gestern war es zwar nicht so schön, aber ich meine, man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Heute ist ja schön und ich denke, in den nächsten Tagen, also beziehungsweise morgen, wird es auch noch ganz schön. Mit dem Ausschank klappt es ja auch. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber insgesamt wünsche ich den anderen Leuten hier noch viel Spaß. Ich meine, das ist ja eine schöne Sache, die hier jedes Jahr, alle Jahre wieder hier unten in Salzgitterbad ist. Das ist eine schöne Sache und ich denke, das sollte auch beibehalten werden. Es gibt viele Möglichkeiten für groß und klein und ja, also massig viel Auswahl, was man machen kann, ob man was essen möchte, was trinken möchte oder vielleicht sich vergnügen möchte, Karussell fahren möchte. Es ist echt schön hier und es gefällt mir hier besser als auf dem Maschseefest. Ich fühle mich hier auf dem Altstadtfest wohl, weil hier einfach alles passt. Und warum passt es? Weil es so unheimlich viele ehrenamtliche Helfer sind, die ihr Herzblut in alles hineinstecken und ohne die dieses Altstadtfest gar nicht funktionieren würde. Und darum danke an diese Helfer, danke an alle Teams, es ist schön hier. Ja, heute sind wir auf dem Altstadtfest, es ist total lustig oder so, keine Ahnung. Ja, haben schon viele Leute getroffen, die wir kennen. Ja, eigentlich die ganze Stadt. Und ja, es ist eigentlich lustig. Macht Spaß. Ja, meine lieben Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen, liebe Leute aus dem Umland, ist das nicht wieder ein herrliches Altstadtfestwetter? Und alle Leute sind fröhlich, haben Spaß gehabt. Eben habe ich am Umzug teilgenommen und ich stelle fest, alle Salzgitteraner halten mal wieder zusammen und sind fröhlich. Ich wünsche der weiteren Zukunft und fürs nächste Jahr, das 40-jährige Altstadtfest, alles, alles Gute. Dankeschön, Glück auf. Los, Hanna, sag mal. Also wir waren schon Freitag hier, da hatten wir ganz schön viel Spaß. Gestern konnten wir leider nicht. Aber heute geht es noch mal ziemlich ab hier. Heute dachten wir uns so am Sonntag, schönes Wetter, die Sonne scheint. Genießen wir noch mal einen schönen Tag, ne? Genau. Das war's. Das war's. Viele Grüße aus dem sonnigen Salzgitterbad. Und wer dieses Jahr das Altstadtfest verpasst hat, der muss nächstes Jahr hierher kommen. Hallo, ich bin der Andreas. Und ich muss sagen, das Altstadtfest ist wie immer, hier steht's, wunderbar. Zum 39. Jahr bin ich schon immer dabei, leider ein bisschen verletzt. Freue mich schon auf 40. nächstes Jahr und dann toi toi toi. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Hier ist Tadeusz aus Salzgitter. Ich wollte alle Leute grüßen, die in Salzgitter wohnen und Umgebung. Das Wetter ist wunderschön, das Bier schmeckt sehr gut. Und die Musik ist klasse. Also, es ist sehr toll. Hier gibt es sehr viele Sachen, so wie jetzt ungefähr dieses Kuscheltier hier. Und meinst? Da. Ja, und es ist halt perfekt hier. Ja, hier kann man sehr viel machen. Hier gibt es auch sogar ein Horrorhaus. Das ist sehr cool. Da war ich leider noch nicht drin. Keine Ahnung, warum der cool sagt, weil der war auch noch nicht drin, der hat das nur von außen gesehen. Aber das Wetter ist super. Hier gibt es sehr tolle Sachen. Ja, aber es ist sehr warm. Und das ist ein bisschen nicht so toll. Naja. Ja. Und wir finden es halt ganz gut. Also Daumen hoch. Ein Altstadtfest ist immer wieder klasse, weil hier trifft man immer wieder alle alten Bekannten aus der Grundschule oder so, mit denen man lange nicht mehr geredet hat. Man trifft sich und ja, ist einfach schön. Der Fest ist wunderbar, es gefällt mir sehr schön. Die Leute sind sehr nett, Umgebung ist wunderbar. Also ich bereue es nicht, dass ich hier bin.
Ja, wir sind hier heute auf dem Altstadtfest und für mich ist das das erste Mal die Arbeit als Jugendleiterin und auch das erste Mal hier auf dem Altstadtfest und ich finde es echt gut. Hallo Salzgitter Bad, Altstadtfest hat auf jeden Fall gerockt gestern auf der Schlagerbühne. Es ging total tierisch ab, total interessante Künstler, es war einfach nur geil. Mein Name ist Uwe, wie man sieht, ich bin total heiser. Also das war auf jeden Fall Party pur, Alter, voll an Abrocken. Bis bald, Freude pur. Ja, hallo, ich bin Bastian Miller, bin das erste Mal hier in Salzgitter und habe einen Auftritt gehabt bei Kolja auf der Bühne. War super geile Stimmung, hab zwei eigene Songs am Start, Ich will nur dich und Herz brennt. Und die Leute hier sind wirklich super geil, super Stimmung, hat hammermäßig Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal, ob ich nächstes Jahr wiederkommen darf. Ja, hallo, ich heiße Kurt Reinsch, ich bin mit meiner Freundin Ursula Schwerin. Wir sind zurzeit hier seit 2 Jahren in Salzgitter Bad, das ist das zweite Mal auf dem Altstadtfest. Wir fühlen uns hier sehr wohl, gerade da wir auch beide behindert sind, finden wir es sehr schön, dass ganz viele Menschen hier sehr hilfsbereit sind. Wir freuen uns über das vielfältige Angebot. Die Musik, gerade für unser Alter, ist sehr schön. Die Angebote sind sehr schön. Wir freuen uns auf ein neues Altstadtfest im neuen Jahr. Das war's. Gut. Hallo, wir sind Tonbandgerät aus Hamburg und das ist das erste Mal für uns in Salzgitter und wir sind gerade ein bisschen begeistert von diesem schönen Straßenfest. Ja, sehr schön. Das Wetter macht auch noch mit, hoffentlich auch noch bis heute Abend, bis wir spielen. Und wir freuen uns auf jeden Fall total. Es war Bombenstimmung und es war wirklich toll. Und mein Organisationsteam und ich, wir freuen uns wirklich schon auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist das 40-jährige Altstadtfest. Ein Jubiläumsjahr, was natürlich auch mit verschiedenen Besonderheiten und mit einigen Überraschungen wieder aufwarten lässt. Und ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen nächstes Jahr. Bleiben Sie dabei. Herzliche Grüße von mir. Dankeschön. Wir lieben Salzgitter, weil Salzgitter eine Sportstadt ist. Salzgitter liefert uns viele junge Talente und wir als Trainer, der Cheerleader des TSV Salzgitter, geben uns viel Mühe, den Sport weiter zu fördern. Salzgitter ist einfach die Perle des Vorharzes. So sieht das aus. Ich bin heute aufs Altstadtfest gegangen mit meinen Eltern, weil wir uns vergnügen wollten. Ich gehe nach den Sommerferien aufs Gymnasium Salzgitter Bad. Und wir mögen auch Salzgitter sehr, weil es dort auch sehr viele Sachen gibt, die man halt auch angucken kann. Und ja, wir freuen uns, im Fernsehen zu sein. Hi! Und als Fazit, Salzgitter ist super. War auf jeden Fall ein schöner Tag. Eigentlich brauche ich gar nichts sagen, da steht hier alles. Ich liebe Salzgitter. Diese Stadt hat Zukunft. Altstadtfest, 39. Altstadtfest, sensationell. Ein Fest der Begegnung, des Frohsinns und der Freude. Nicht nur, dass es hier um Getränke, Essen und um Musik geht, sondern hier kommt man mit Freunden, mit Nachbarn zusammen. Leute, die man über Jahre fast nicht gesehen hat, sind jedes Jahr wieder da. Ganz tolle Aktion. Ich danke hier den Organisatoren, unserem Bürgerkomitee und vor allen Dingen den Menschen, unseren Bürgerinnen und Bürgern. Durch die lebt dieses Fest. Und ich bin sehr gerne hier. Tschüss. Tschüss. Und es war geil. Yo. Der Termin für das nächste Altstadtfest steht übrigens schon. 17.07. bis 19.07.2015.